Jo, machen wir weiter hier in der alten Spielunke von Jolly Roger und wir gehen in den Hinterraum. Cool, Eier. So, nochmal Eier. Und da haben wir den Piraten. Hallo, Mr. Pirat. Geht vor Anker, ihr dreckigen Hunde. Ich bin Captain Holzauge. Aha. Furchtloser Pirat und Geißel der Meere. Du bist etwas wackelig auf den Beinen, Glubschauge. Nur ein Anflug von Seekrankheit. Ja, ihr Ratten. Seekrank? Du bist mir ein Pirat. Na, pass auf, was du sagst, Krähe. Der hat da, glaube ich, irgendwie irgendwas zu verkaufen oder so. Ah, er schauert vor mir. Diese Pillen gegen Seekrankheit von Jolly nützen gar nichts. Muss ich ihn irgendwie abschießen oder so? Bam. 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 Ja, toll, und was mache ich jetzt hier mit dem? Ja, Roman, die Mannschaft. Drückt noch einmal auf diesen Knopf und ich ramme euch. Genau. Ich schlitze eure. Oh, mein armer Magen. Nehmt diese Dublonen und bringt mir noch ein Glas Wasser. Ach so. Lol. Na, meine Partnerin ist immer noch nicht aufgetaucht. Ja, toll, ich soll ihm Wasser bringen und kein... Kann ich ihn nicht irgendwie... Oder muss ich ihn abschießen jetzt, oder was? Muss ich ihn jetzt mit Eis abschießen? Wie stellst du dir vor, soll ich dir Wasser bringen? Ein Bär hat mir den Schneid abgekauft. Du siehst ihm irgendwie ähnlich. Ja. Ja, ich wäre in diesem tollen Spiel. Okay, der sagt irgendwie nichts mehr, aber... Wie war das mit Wasser? Ich weiß auf jeden Fall, dass man von dem Puzzle bekommen hat. Puh, muss ich später nochmal wiederkommen. Denn ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich irgendwie... Ich frage mich, was passiert, wenn ich das Feuer mit Eiseier abschieße. Ein Versuch ist es wert. Nix. Hätte ja klappen können, dass das Feuer irgendwie gefriert. Gibt ja manche Spiele, wo man Feuer irgendwie einfrieren kann. Was total unlogisch ist, aber egal. Oh, ich überlege gerade, wo ich jetzt lang muss. Ich glaube hier nur auf der anderen Seite, ne? Das war doch so, da mal. Oder, ne, warte mal. Ah ja, ja, genau, aber da waren Dublonen und... Ah, wenn ich recht überlege, dann... Konnte ich auch... Genau. Hier konnte ich auch noch rein. So, und BAM! BAMS! Yeah! Gehen wir rein da. Und... Schwupp! So. Keller, Müllbeseitigungsanlage. Ein Jinju. Ach ne, hier geht's wieder raus. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal gucken, wo hier was ist. Aha. Möp. Ein Puzzle. Nice. Bam. Was kommt jetzt da? Toxic Waste Disposal. Ja. Ja. Da. Jolly Rogers Lagune. Und das komische, ekelhafte, verseuchte Wasser hört auf zu dingsen. Danke, richtiger Teddybär. Jetzt ist unser Wasserkristall klar. Oder so. Und ich habe die Stimme wahrscheinlich falsch gemacht, weil es nur ein Kind ist, aber ist egal. So. Jinju, ich komme. Der ist bestimmt böse. Das war so klar, dass der böse ist. Doofer Jinju, ey. Was haben wir hier oben? Aha. Also irgendwie kommt mir dieses... Das Licht da, das kommt mir irgendwie verdächtig vor. Treffen musst du, Benjo musst du treffen. Nee, das bringt alles nix. Ich glaube, ich gehe wieder raus. Ah, hier geht's raus.
Naja, du dummer Fake. Zu dir gehe ich bestimmt nicht. Du bist nur ein Fake. So. Na gut, ich würde sagen, ich gehe doch zu Captain Blubber jetzt zuerst. Denn ich habe sonst keine Ahnung, was ich tun muss. Also auf zu Captain Blubber. Ich liebe diese Musik. Hallo Blubber. Ahoi Landratten. Bin doch just der alte Seebär. Captain Blubber, wie geht's denn so? Es geht ganz schön eingemacht. Diese Abenteuer sind noch immer gleich so viel zu sehen. Immer noch besser als rumzuhängen. Wie läuft das Geschäft, Blubber? Nicht besonders, Landratten. Alle meine Wellenreiter sind kaputt und der letzte wurde gestern von einem Fisch verschluckt. Ja, wir können dir ein oder zwei Dings geben. Lass mal, ihr Leichtmatrosen. Aber ich verkaufe dir meinen letzten Besitz für eine Dublone. Wollt ihr meinen letzten Besitz für eine Dublone? Joa. Ja. Hey. Ah, guter junger Benjo. Wirf einen Blick auf diese Kiste hier. Danke, Leichtmatrosen. Ich gehe zur Quiznacht in Jolly Spielunke. Man kann 1000 Dublonen gewinnen. Wenn ich das schaffe, kaufe ich mir eine... Ja, mach das mal. Wahey, wahey. Yeah. Jetzt bekommen wir nämlich einen Jinju. Und ich habe da drinnen auch einen Jinju gehört, also gehe ich zu dem bald zurück. Habt ihr das gesehen? Dublonen! Yeah! I love Dublonen! Ja gut, hier unten war das alles. Und ich würde sagen, ich gehe nochmal bei Blubber rein. Und dann kaufe ich mir das Puzzle für 20 Dublonen. Und... ja, was ich dann mache, weiß ich nicht. Waha! Waha! So, gucken, wo der Jinju hier ist. Ich hoffe, das ist kein Fake. So, einfach mal hier raufstellen und gucken. Hallo du. Oh, guck mal, hier ist ein Infoschild. Was sagst du? Die Legende sagt, dass der Goldfisch das Geheimnis des Unterwassersprints kennt. Der Goldfisch das Geheimnis des Unterwassersprints? Keine Ahnung, was da abgeht. Möp. Jinju! Noch ein Orangen und dann habe ich auch ein Puzzleteil. Das heißt, ich brauche Jinjus. Orange Jinjus. Lalalala. Da, 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 da. Aber ich glaube, wenn ich jetzt für 20 Dublonen das Puzzle gekauft habe, dann gehe ich nochmal zurück, denn irgendwie habe ich jetzt keine Ruhe. Ach ja, genau, da oben ist ja auch noch was. Aber wie soll ich da hochkommen, hallo? Das verwirrt mich dann doch ein bisschen. Ja, da ist irgendwie keine Wand, wo man irgendwie lang hangeln, dingsen könnte. Komisch. Ja, yeah, hallo. Das Puzzle kostet immer noch 20 Dublonen. Möchtest du das kaufen? Was sagst du? Ei, ei. Gut, mein Freund, wo ist das Gold? Da ist es. Es ist angenehm, mit dir Geschäfte zu machen. Bitte bedien doch. Bitte bedien dich. Aha. Bam. Voll kaputt gesprengt. Da, da, da. Da, 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 da. Ich glaube, das war jetzt mein erstes Puzzle hier in dem Level. Ey, das ist ja armselig. Oder war es das erste oder war es schon das zweite? Ne, war das erste, aber ja klar. So, ich gehe nochmal zum Piraten, denn irgendwie muss ich dem nur helfen können. Ach ja, der wollte Wasser. Ich habe das Wasser klar gemacht. Das Wasserglas klar gemacht. Das heißt, Jolly hat jetzt bestimmt irgendwie... meine Partnerin ist immer noch nicht aufgetaucht. Meine Partnerin ist immer noch nicht aufgetaucht. Ja, ja. So, okay. Ey, was passiert, wenn ich da irgendwas gegenschieße? Bam. Bam, bam, bam. Oh, guck mal was. Ach so, ja, genau. Ich glaube, hier kommt man auch irgendwo in eine Seite rein und dann irgendwie... Wartet mal.
Genau, guckt euch. Nee, hä? Irgendwie so war das doch. Hm. Oh, scheiße, aber ich sehe, ich bin schon wieder über der Zeit. Oh, hier ist ein Loch. Das mache ich gleich. Nächstes Video kaputt. Gut, ich sage jetzt Tschüss, denn die Zeit ist vorbei. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.